Hi und herzlich willkommen zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen aus der Uni-Mathematik, nämlich der vollständigen Induktion. Ich glaube, ich habe die so gern, weil ich die ganz am Anfang in der Uni gelernt habe, in Analysis 1 im ersten Semester, und ich fand es halt so cool, weil es noch so einfach war für Uni-Mathematik. Man hat nämlich ein Kochrezept, an dem man sich entlanghangeln kann, was in der Uni nicht mehr so normal ist, und trotzdem muss man im Induktionsschritt irgendwie auf eine smarte Idee kommen und ein bisschen um die Ecke denken und doch andere Sachen machen als in den Induktionen, die man vielleicht vorher schon gesehen hat. Und wir schauen uns jetzt zuerst mal diese Aufgabe an und machen dann das Kochrezept für die vollständige Induktion mit einer kleinen smarten Idee im Induktionsschritt. Wir wollen zeigen, dass für alle n Element n 0 diese Aussage hier gilt. Und da ist ganz wichtig, dass ich dieses N0 dazu geschrieben habe, weil es gibt tatsächlich Profs, die sagen, nö, die 0 zählt nicht dazu. Bei mir gehen die natürlichen Zahlen erst ab der 1 los. Und wieder andere, die sagen, so ein Quatsch, die 0 ist eine natürliche Zahl, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das sind die natürlichen Zahlen für mich. Und es war tatsächlich so, dass die Profs, wenn die neu waren, immer zuerst gesagt haben, wie sie heißen und dann, ob die 0 bei ihnen dazugehört zu den natürlichen Zahlen oder nicht. Weil das irgendwie echt so eine Glaubensfrage ist an der Uni. Und um das zu vermeiden, habe ich einfach eine kleine 0 mit dazu gemacht. Das bedeutet, hier in dem Fall guckt man die natürlichen Zahlen ab der 0 an. Und das ist auch gut so, weil bei uns tatsächlich eine 0 eingesetzt werden könnte. Übrigens ist das, was wir hier haben, eine geometrische Reihe. Das werden wir später noch kennenlernen, wenn wir uns mit Folgen und Reihen beschäftigen. Und wir wollen jetzt also diese Aussage zeigen. Das heißt, wir machen wie immer den Induktionsanfang und nehmen uns das kleinste n, das hier für die Aussage in Frage kommt, also die 0. Und da kann man immer ganz gut vorgehen, indem man sagt, man nimmt die linke Seite und man nimmt die rechte Seite und dann schaut man, ob auf beiden Seiten das Gleiche rauskommt. Summe k gleich 0 bis 0 über q hoch k. Naja, easy. Wir haben nur einen Laufindex, nur die 0, mehr kommt nicht. Das bedeutet, hier kommt einfach q hoch 0 raus. Alles hoch 0 ist aber 1, ausgenommen von der 0. Das heißt, hier muss man auch dazu sagen, dass das q nicht 0 sein dürfte. Sowas macht man ja oft in der Uni, ne? Dass man Sachen irgendwie ausschließt. Die Aufgabe selber hat nur q ungleich 1 vorausgesetzt. Weil für q gleich 1 würde man da unten durch 0 teilen, das geht natürlich auch nicht. Aber wir treffen an der Stelle die Aussage, dass q auch nicht 0 sein darf, sonst klappt das nämlich hier nicht, was wir machen wollten. Auf der rechten Seite steht dann 1 minus q hoch 0 plus 1 geteilt durch 1 minus q. Und das, wenn man es ausrechnet, ist also 1 minus q hoch 1, was nichts anderes als q wäre, durch 1 minus q. Und wenn man eine Zahl durch sich selbst teilt, kommt immer 1 raus. Also, check, hier kommen die gleichen Sachen raus. Wir haben also den Induktionsanfang gezeigt. Und dann geht es auch schon weiter mit der Induktionsvoraussetzung. Da muss man jetzt immer sagen, dass die Behauptung gelten soll für ein festgewähltes n-Element n. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie so ein n, 0, 1, 2, 3, 4, irgendwas. Und dafür gilt es. Zum Beispiel unser n gleich 0. Da haben wir es ja gezeigt. Und dann sagt man, diese Behauptung soll also für das festgewählte n gelten. Und die muss man gleich nutzen. Das ist die sogenannte IV, die Induktionsvoraussetzung. Und dann sagen wir im nächsten Schritt, dass wir zeigen wollen, dass unter dieser IV, also wenn das hier für ein festgewähltes n-Element n0 gilt, dass dann die ganze Sache auch für n plus 1 klappt. Heißt also, was wir hier zeigen müssen, ist Summe k gleich 0 bis n plus 1 über q hoch k ist gleich 1 minus q hoch n plus 1 plus 1 durch 1 minus q. Und da kann man natürlich zusammenfassen, dass da oben n plus 2 stehen wird. Und das ist der eigentliche Beweis, den wir führen müssen. Probieren wir es aus. Wir starten immer mit der linken Seite mit der Summe. Schreiben also auf, Summe k gleich 0 bis n plus 1 über q hoch k ist gleich. Und da wissen wir ja, dass wir letztendlich mit 0 starten
Q hoch 0, dann die 1 einsetzen, Q hoch 1, dann die 2 einsetzen, Q hoch 2, bla bla bla, bis am Ende Q hoch n und Q hoch n plus 1 als allerletztes kommen. Und jetzt nehmen wir einfach nur die ersten von diesen Summanden und fassen die als Summe zusammen. Das wäre Summe k gleich 0 bis n über q hoch k. Und den letzten, den schreiben wir einfach so dazu und ziehen ihn sozusagen aus der Summe raus. Also der ist nicht mehr in der Summe mit drin. Dann kann man nämlich die Induktionsvoraussetzung nutzen. Und nur deswegen machen wir das mit diesem letzten rausgezogenen Summanden, weil jetzt steht es da bis hoch n. Und das heißt, an der Stelle können wir die Induktionsvoraussetzung nutzen und statt der Summe den Bruch dahin schreiben. Heißt also, da steht 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q und das q hoch n plus 1, das Einzelne, kommt dazu. Und wenn man das jetzt hat, kann man so ein paar kleine Bruchrechenregeln anwenden, die natürlich schwieriger sind jetzt hier mit so allgemeinen Dingen, aber es funktioniert. Wir erweitern nämlich jetzt dieses q hoch n plus 1 am Ende mit 1 minus q. Also schreiben wir einfach 1 minus q mal q hoch n plus 1 durch 1 minus q. Und ihr seht, man könnte das 1 minus q wegkürzen, dann hätte man wieder das q hoch n plus 1 da stehen. Aber wir haben es absichtlich dahin geschrieben, weil wir dann alles auf einen Bruch zusammenschreiben können. Dann ist es nämlich 1 minus q hoch n plus 1 durch 1 minus q und die Zähler werden addiert. Die Hauptnenner hier werden beibehalten, wie immer. Kennt ihr, ne? Wenn wir sagen, keine Ahnung, 1 halb plus 3 halbe, wird es ja auch zu 4 halbe. Zähler addieren, Nenner beibehalten. Haben wir also hier noch 1 minus q, q hoch n plus 1. Und da passiert etwas Schönes, weil wir ausmultiplizieren können. Also, wir nehmen diese Klammer und haben dann einmal q hoch n plus 1 minus q mal q hoch n plus 1. Unten steht immer noch 1 minus q. Und dann haben wir 1 minus q hoch n plus 1 plus einmal, also q hoch n plus 1, minus q mal q hoch n plus 1. Und da seht ihr jetzt schon, wo das Ganze hinführt. Das ist ganz nett, weil q hoch n plus 1 kürzt sich einfach weg. Und hier muss jetzt der Exponent um 1 vergrößert werden, weil, kleines Beispiel, wenn ihr hättet 5 mal 5 hoch 7, würdet ihr daraus ja auch 5 hoch 8 machen. Ne? Weil hier habt ihr eine 5, da habt ihr dann 7 Fünfen und zusammen macht es natürlich dann 8 Fünfen, also 5 hoch 8. Und so ist es hier auch. Ihr habt ein Q. Und dann habt ihr noch n plus 1 Qs dahinter. Das ist quasi die 5 hoch 7. Und insgesamt sind es also Q hoch n plus 2. Und dann haben wir hier 1 minus Q hoch n plus 2 geteilt durch 1 minus Q. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Also wenn ihr ein bisschen hochscrollt, dann seht ihr, das ist genau hier das, was rauskommen sollte. Und deswegen kann man da ein kleines Kästchen drunter machen und sagen, der Induktionsschritt ist erledigt. Die Behauptung ist also gezeigt. Von der Idee her, Domino-Reihe, ihr kennt es. Wir haben es für n gleich 0 gezeigt. Wir wissen, wenn es für ein n gilt, gilt es auch für das nächste. Das heißt, dieser Dominostein n gleich 0 schubst den Dominostein n gleich 1 um, der wiederum den Dominostein n gleich 2, der dann den n gleich 3 und so weiter. Und die ganze Domino-Reihe fällt um, bis wir am Ende das allergrößte n überhaupt unendlich eingesetzt haben. Ja, so funktioniert das Ganze. Für noch eine vollständige Induktion, schaut mal da rein. Übung macht den Meister. Und wenn ihr mehr Uni-Mathematik sehen wollt, empfehle ich euch meine Playlist fürs erste Semester. Da oben drüber. Ganz viel Spaß bei Fragen, meldet euch und bis bald!